Servus und hallo zu einer neuen Folge Jagdmomente an diesem frühen Maimorgen. Erst vor wenigen Tagen hatte ich mit einem Jagdfreund eine Kanze fertig umgezogen. Die Tannenkanze. Warum ich dort erst jetzt eine Kanze aufgebaut habe, ich weiß es nicht. Fest steht, sie sollte sich lohnen und das schon bald. Ein wunderbares Vogelkonzert übertünchte an diesem Morgen das leise Knacken von Ästen und das Rascheln des Laubs. Gerne nutze ich das erste Licht und die Geräuschkulisse des Vogelkonzerts, um möglichst unbemerkt an den Stand zu kommen. Kaum hatte ich die Tannenkanze bezogen, hatte ich bereits Anblick. Dass er mich beim Angehen und Erklimmen des heutigen Platzes nicht bemerkt hatte, wunderte und freute mich zugleich. Hier schien er doch misstrauisch zu werden. Doch flüchtig wurde er nicht und so konnte ich ihn in aller Ruhe im ersten Licht beobachten. Nach wenigen Augenblicken verschwand er wieder. Doch wir sollten uns heute noch einmal sehen. Der Platz kennzeichnet sich durch leicht kupiertes Gelände und eine Mischung aus unverjüngtem Altholz und Verjüngungsstrukturen. Wenn wild, dann hier. Meine Wildkamera zumindest hatte mir hier in den letzten Tagen von Sauen über Rehwild bis Dammwild schon alle anwesenden Schalenwildarten auf das Handy gesendet. Während der Kuckuck rief, suchte das Rotkehlchen am Waldboden noch fleißig nach Nahrung. Doch auch der Singvogel des Jahres 2021 sollte später noch ein paar Strophen für uns zum Besten geben. Nun begann eine besonders schöne Zeit des Morgens. Nach dem eigentlichen Sonnenaufgang folgte jetzt der Sonnenaufgang hinter den Hügeln des Reviers. Nahezu waagrecht einfallendes Sonnenlicht im Wald machte den Morgenansitz zu einem Spektakel aus Licht und Schatten. Ja, das ist einfach schön. Was soll ich da groß erzählen? An solchen Morgenden ist man einfach nur glücklich und genießt die Natur. Mittlerweile war der gesamte Wald lichtdurchflutet und das erste Stück Rehwild kam in Anblick. Auf ca. 150 Meter stand eine Rehgeiß und zupfte mal hier und mal dort. Als wüsste er, dass Förster Marcel hier einen besonders attraktiven Lebensraum für ihn erhalten möchte, suchte dieser Buntspecht vor mir nach Nahrung. Das Symbol soll einen Specht darstellen und den sogenannten Biotopbau markieren, der für viele Lebewesen vom Pilz bis zum Vogel besonders wertvoll ist. Und da war er wieder, Reinicke. Den sonnenbeschienenen Hang wusste er wohl zu schätzen und trollte vor mir durch den Wald. Ein strammer Bursche. Im Winter hätte ich es mir vielleicht überlegt, doch jetzt im Frühjahr kommt ein Schuss nicht in Frage. Warum auch Rüden im Frühjahr geschont werden müssen, erklärt hier auf dem Kanal demnächst mein Freund und Fuchsexperte Dr. Christoph Janko.
Nach der Nahrungssuche sang es dann, das Rotkehlchen. Immer wieder eine Freude. Während das Rotkehlchen zwitscherte, wollte ich den Morgenansitz eigentlich beenden. Doch als wollte es das Schicksal, bemerkte ich ca. 100 Meter vor mir eine Bewegung an der Hangkuppe und es dauerte nicht lang, da hatte ich plötzlich drei einjährige Stücke Rehwild in Anblick. Ein Schmalreh und zwei Böcke. So schnell kann es gehen. Und da wird aus einem nicht nur traumhaften Morgenansitz auch noch ein unverhofft sehr erfolgreicher. Nach wenigen Minuten verließ ich dann die Tannenkanze, um nach den beiden Jährlingen zu schauen. Der erste Bock lag nach nur 10 Metern und auch der zweite konnte nicht weit sein. Den Anschuss fand ich bald und gab mir Gewissheit. Diese Schweißfährte konnte ich selber ausgehen, auch wenn ich es Janka gegönnt hätte. Doch meine Deutsch-Strata-Hündin sollte schon bald darauf eine Nachsuche für mich machen können. Doch das zeige ich euch in einem der nächsten Filme. Nach nur wenigen Metern hatte ich auch den zweiten Bock gefunden. Der Bastjährling passte perfekt und so freute ich mich wirklich sehr über diesen Ausnahmeansitz mit wunderbaren Jagdmomenten und reichlich Anblick. Jetzt wünsche ich euch wie immer alles Gute, den Jägern Weidmannsheil, genießt die Natur da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.